Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück. FIFA 18, Dico ist der Name. Ihr seid auf der Sonnenseite und wir spielen wieder genau dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar am 10. November 2017. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Heutiger Plan: Dribbling-Parcours. Das ist auf jeden Fall ein Training, was wir schon mal des Öfteren gemacht haben. Das heißt, ich skippe den ganzen Shit wieder, blende euch dann ein, wie ich abgeschnitten habe. Sehen wir uns gleich. So, Freunde, das war mal ein schnelles Training. Wir haben beides mit A abgeschlossen. Das heißt, wir haben ein bisschen bessere Ballkontrolle. Da sind wir auch eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Er sülzt hier wieder irgendeinen Crap. Und wir gehen weiter. Hey, Hunter. Been playing like a madman, bro. Ich mach bloß meinen Job. Ich mach nur meinen Job. Mit neuer Frisur übrigens. Cool, kleines Kompliment von unserem Zigeunerkollegen Zartes. So, nächster Spieltag, 12. November. Galaxy gegen Vancouver, das Rückspiel. Heimspiel. Auswärtsspiel, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich an der. Mein Name ist Wolf Fuss und letzten, ist Kollege Frank Buschmann. Und was es war, wir Rückspiel, Heimspiel. Zum Rückspiel im Halbfinale. Ah, Rückspiel. Der Western Conference. Ja, so, wollen wir mal gucken mit unserer neuen Frisur, ob wir hier irgendwas risen können. Risen bei sie. Die Frage ist, ob die Führung reicht. Gehen sie ich müsste mir eigentlich auch gleich mal angucken, welche ich von meinen Zielen schon erfüllt habe. Wow, das war schon wieder nicht allzu ganz knapp. Schauen wir uns ihre Formation heute an. Ah, der war zu optimistisch in die Mitte gegangen. Ach, dann kriegt er nicht mehr. Jo. Ach so, ich wollte gerade sagen, sehr schön. Hätte ich jetzt eigentlich anders erwartet, aber gut. Und? Oh, Hunter, los! Wow. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Er ahnt. Ich ahne aber auch. Ui. Guter Komm schon, Pass. Lauf. Wird's jetzt gefährlich. Das war krass. Da kann erklären, gut aufgepasst. So. Wir müssen definitiv gewinnen, wegen dem MLS Cup. Und Hunter. Aber den muss er besser verteidigen. Nee. Ballverlust. Toller Vorstoß. Schlechter Pass. Spiel zurück zum Torwart. Ey, warum hat er den denn nicht genommen? Schön mit dem Kopf. Jetzt auf Zades. Okay, der war nicht ganz so gut. Ja, war das? Ganz knappe Kiste auch hier wieder, aber die Fahne des Assistenten war sofort. Anscheinend abseits. Wir haben eine Bewertung von 5,8. Das dürfen wir nicht auf uns sitzen lassen. Jones. Yo, als ob der ankommt, wollte ich gerade sagen. Ah, das war gar nicht so. Scheiße. So weit hinten kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Ungewohntes Bild. Wird das eine Torchance? Ey, da wurde ich gerade blockiert. Zurück. Sehr schön. Aha. Ah, locker flockig reingedreht. Die Los Angeles Galaxy sind natürlich richtig stolz auf das Stop-Up Center, aber dieses kleine, aber feine Schmuckkästchen. Okay, wir spielen also Süden zu Hause und. LA, oh, komm schon, komm schon! Das ist auch eine sehr vielseitige Arena. Ja, übelst hat er mich da abgedrängt. Statt Football, Tennis, Boxen, Leichtathletik gibt fast nichts, was hier nicht schon stattgefunden hätte. Komm schon, dräng ihn ab. Lauf. Oh, eine Sekunde lang in die falsche Richtung gedrückt und schon ist die Chance vorbei. Jetzt müssen sie aufpassen. Nee. Und jetzt die Chance. Ah, der war ja mal gerade gar nichts. Genau, musst du gar nicht dehnen, kannst du einfach weitermachen. Da ist der Ball weg. Schlechter Pass. Nicht ganz so gut heute mit Hunter. Aber da kommt die erste Vorlage. Zades. Genau, komm schon. Da ist die Flanke. Das wäre es gewesen. Oh, Zades wieder am Start. Wie dieser Lockenkopf hier unten heißt, sollte ich mir eventuell auch mal merken. Das war scheiße. Schöner Pass. Oh, Kacke. Klasse gemacht. Jetzt vielleicht. Nee, so nicht. Der Gegner immer noch am Ball. Wir spielen, wie gesagt, gegen Vancouver. In der letzten Partie haben wir definitiv auch das gegen Vancouver gespielt.
Okay, so. Jetzt auch. Alles. Komm schon. Komm schon. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Definitiv viel zu egoistisch hier. Und, oh, Hunter. Hunter ist nicht so heute. Ist nicht so. Kommt natürlich auch auf das Stellungsspiel an hier. Der Ball ist weg. Gibt's vielleicht haben die Vancouver-Spieler sich einfach mal ein anderes, eine andere Formation ausgesucht. Ey, was ist denn das? Gut verteidigt hier. Immer drängt er mich weg. Zardes jetzt. Ach. Zardes ist auf jeden Fall auch ein richtig guter Spieler. Oh. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Und zack. Und oh. Oh, da trifft er die Latte. Aber mit was für einer Geschwindigkeit mal wieder hier. Für die Galaxy läuft es heute. Wenn sie nichts mehr tun. Ja, läuft. Sehe ich, wie das läuft. An die Latte läuft's. 0-0, Alter. Wir müssen mindestens ein Tor machen. Zwei, liebe Zuschauer, es geht weiter hier im StubHub Center. 6,0. Okay. Jetzt wird's gefährlich. Okay. Mann, ja. Woll. Elfmeter, ganz klar. Das hast du nun davon. Jedes Mal drängt er mich weg. Das ist ein Elfmeter. Jedes Mal drängt er mich weg. Ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung, aber keine Karte zu zeigen. Jetzt muss ich ihn auf jeden Fall reinmachen, Alter. Ich muss ihn einfach reinmachen. Jawoll. Elfmeter verwandelt. 7,8. Dankeschön. Die Frisur gefällt mir gar nicht. Die müssen wir gleich erstmal direkt so wieder ändern. Eine Chance lässt er sich natürlich nicht entgehen. Gar kein Thema. Sehr schön. Der Elber für Alexander, oder? Nee, ja, oder? Der Elber, ne, für Alexander, oder? Sie sind jetzt also trotzdem, wir müssen am Ball bleiben, am besagten, weil, den Ball holt er sich. Oh, wie gesagt, hier schon Situationen aufgekommen sind, die das definitiv sich genauso angefühlt haben wie dieser Konter hier, und zwar gefährlich. Gefährlich, gefährlich und oh shit, nein. Nein, nein, nein. Jetzt kommt der Schuss. Mann, ich hab's gewusst, genau das hab ich gewusst, Alter. Sehr gut, hey, jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal das Gleiche. Da rufst du dich ein bisschen auf. Denkst dir so, jo, alles klar, kann man mal machen, aber nein. Alexander jetzt. Oh, faul doch nicht, ey. Die sind übelst aggressiv am Start. Ich glaube, ich muss hier auch erstmal die Blutgrätsche rausholen. Zuschauer alle schon am Buhen wie Sau. Lava. So. Schön, dass du da nicht gepfiffen hast, Alter. Komm, sieht nach oben. Gefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Alessandrini. Und lauf doch mit. Und jetzt die Chance. Hier. Es gibt Vorteil, jetzt kann er flanken. Es gibt noch schon wieder. Elfmeter. Schon wieder er. Naiv, übermotiviert. Schon wieder er, Mann. Was ist er für ein Spieler, Alter? Das müssen Sie schleunigst abstellen. Jedes das Mal. Mit viel Risiko, Hunter, mit Anweisung. Risiko. Beeindrucke den Boss. Okay, hol das Führungstor. Machen wir jetzt. Brich den Bann, gewinne das Spiel. Leute. Oh, das war knapp. Alter, war das knapp. Da hat das nochmal geahnt, ey. Ohne Scheiß. Aber gut, zwei Tore, zweimal Elfmeter. Und wir haben das Führungstor geholt. Und verwandelt diesen Elfmeter. Und wenn wir das Ding jetzt gewinnen, souveräne Elfmeter, dann haben wir den Ball gebrochen und alles erfüllt. Naja, da hat man auch gesehen, dass er mit richtig viel Selbstvertrauen zu Punkt gegangen ist. Und jetzt haben wir mit dem Ball. Komm schon. Jetzt vielleicht. Alexander. Ja, Mann, Alter, jetzt sind wir safe. Jetzt sind wir safe. 10er Bewertung, 3er-Pack hält. Meine Güte. Jetzt bin ich safe. Was für ein Instinkt und... Jetzt bin ich safe. Das war sein drittes Tor. Also der Spieler vom gegnerischen Team mit der Nummer 10. Vielleicht geht ja noch mehr. Geisteskrank, der oder? Neue Spielstand. Ich habe es eben noch angesprochen, also dass der übelst aggressiv immer zur Sache geht und mich immer deckt und alle so ein Mist. Wird das eine Torchance? Meine Nase juckt. Super Pass. Und jetzt die Chance. Oh. Da kann er klären. Gut aufgepasst. 68. Minute. 10er Bewertung. What else, ey? What else? Das hätte okay. Eine gute Gelegenheit, der war nice. Geben können, aber jetzt ist der Ball der weg. War nicht so nice.
Er legt sich erstmal flach, geil. Weiß nicht, was da passiert ist. Komm, nein, nicht. Oh, geh weg. Oh, scheiße. Junge, Junge, Junge. Komm, Hunter, ab nach vorne mit dir. Nicht mehr lange zu spielen und die Galaxy dürfen sich so langsam... Da kommt der Pass. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist schade. Der Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Viertelstündchen haben wir noch. Das kriegen wir doch definitiv noch über die Runden hier. Oh, hat er mich durchgespielt. Mir durch die Beine gespielt. Ha! Defensiv machen sie es gut. Den habe ich nämlich geahnt. Oh, shit. Das ist riskant. Wer war das? Schon wieder er? Und spielt hier faul. Es ist schon wieder er gewesen. Es ist der Spieler mit der Nummer 4. Ich glaube, der möchte heute noch gehen. Santos. Vom Platz. Oh, der war gut. Ashley Cole. Oh. Das Abspiel hier für Hunter. Und jetzt die Chance. Und nice. Okay. So, der Rasierapparillo wurde auf jeden Fall krass rausgeholt hier in dieser Runde. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Besser geht's, glaube ich, nicht. 4:1. 2 Elfmeter verwandelt. Hey, übelst aggressiv hier. Wie gesagt. Jetzt wird's gefährlich. Ein Gegentor habe ich jetzt auch noch keine Lust mehr drauf. Komm schon. Tja, den Ball habe ich getroffen. So grätscht man in die Elfmeter-Raum. Und Hunter. Clever. Hast du das gesehen? Gute Aktion. Oh. Da steht die Abwehr sicher. Und er hat mich schon wieder vom Ball getrennt. Die Nummer 4. Giovanni am Ball. Giovanni. Nee, nee, nee. Oh, shit. Ich bin einmal vom Ding abgerutscht hier. So nicht. So auch nicht. Hunter am Start und... Er setzt sich durch. Klasse gemacht. Sie haben immer noch den Ball. Was für eine Ball. Er hat ihn gehalten, Alter. Dabei habe ich ihn schon angeschnibbelt. Und jetzt wechseln sie. Komm, ich gehe mal hier hin mit dem Ball. Jetzt kommt die und er schießt. Alter! Junge, was war das für ein Ding? Dann der Abschluss. Schwupp, Alter. Nice. Also wenn der Trainer mir nicht meinen Hintern... Rein. Sowas von Alter. So, der Schuss wird das nochmal gewesen. Die Galaxy haben es geschafft. Shit. Starke Leistung, Kompliment an die Mannschaft, an den Trainer. Was geht jetzt hier? Sind wir jetzt im Halbfinale oder wie? Der Galaxy natürlich weiter. 4 Tore, 6 Schüsse. Das ist schon durch diesen Sieg, na, sind wir im Halbfinale, wollte er bestimmt gerade sagen. Egal, wir gehen weiter. Wieder eine Befragung. Ich bin mir fast schon sicher. Ja. Neben mir begrüße ich jetzt Alex Hunter von den LA Galaxy, der heute nicht nur super gespielt, sondern auch Tore ohne Ende für sein Team erzielt hat. Ja, das stimmt. Alex, oh, das war schon fast zu einfach heute. Balken in meinem Face. Die Gegenspieler haben eigentlich fast nur zugeschaut. So. Mir gefällt es einfach, viele Tore zu machen. Je leichter, desto mehr Spaß, aber sie haben recht. Manchmal fühlt es sich so an, als würden die Abwehrspieler schlafen. Ja. Das war Alex Hunter. Natürlich. Danke für das Gespräch. Natürlich würden sie schlafen, natürlich. Okay. 9,8. Über 16 Millionen am Start. Und wir sind kurz vor der 80. Wurde auch langsam Zeit hier, oder wird auch langsam Zeit. So. Neue Adidas Trainingshose. Ich gehe mal kurz auf weiter und gucke, was passiert. Okay, noch ein kleiner Trainingstag. Den packe ich noch hinten dran. Wir haben noch nicht so viel auf dem Tacho hier. Heute gucken, ob ich das... Die Schüsse, Muchachos. Ich will Härte und Präzision sehen. Los! Was haben wir denn? Direkte Abnahmen und Schuss unter Druck. Okay, das kann ich auf jeden Fall nochmal zeigen. Warum nicht? Warum nicht? Ja, das wird aber auf jeden Fall auch safe. Schuss, Schuss, Schuss. Ein A werden hier. Ich gucke mal, ob ich die Ziele ein bisschen treffen kann. Alles klar. Ey, Junge, was ist mit dir? Einfach nur aufs Tor wäre gut. Ja gut, das sind natürlich Schüsse, die mehr oder weniger auch Distanz sind, ne? Ich glaube, ich mach's lieber safe. Ah, guck. Komm, habe ich gesagt, safe. Da läuft der Hase.
Wir können ja gleich noch mal ein bisschen draufballern. Alter, Vater, doch. So muss das sein. Exzellent. 16.000 Punkte plus. Und Schuss unter Abschluss unter Druck. Okay. Ach, jetzt kommt der Torwart raus, oder was? Okay, das war easy. Ah, das war die Pfotte. Die Pfotte! Latte und Pfosten. Die Pfotte, Alter. Äußerst knapp hier. Ja, ist ja gut, Trainee Boy. So, wir sind im grünen Bereich. Mal gucken, ob wir noch einen reinkriegen können hier. B, alles klar. Sind wir mit zufrieden. Und zeitlich passt mir das eigentlich auch ganz gut. Jetzt bin ich gespannt, wie wir... Ah, die Sprungkraft steigt mal. Sehr schön. Okay, das reicht erst. Das reicht erstmal. So, wir gucken noch mal kurz, was passiert. 22. November. Wir haben endlich die 80 erreicht. Sehr geil. Wir gucken, was passiert. Salt Lake. Spieltag. Das nächste Spiel also am 22. November. Morgen könnt ihr euch das hier angucken auf meinem Kanal. Bewertet gerne den Part, lasst mir ein kleines Abo da und sehen wir uns. Tschüssikowski.